So, liebe Leute, welcome back, euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon hier in Stellaris vom Allerfeinsten. Wir sind immer noch im Krieg, momentan gegen diese, ja, Übermacht. Nee, so stark sind sie gar nicht. Es sind nur viele einzelne Gegner, was ich gerade sehe. Da sind noch weitere Fraktionen der Galaktischen Liga beigetreten, sehe ich gerade. Die Jungs hier sind mit dabei. Interessant, interessant. Ja, wir haben ja zuletzt aufgehört, wir wollten unbedingt den Kriegsstand hier zurechtkriegen. Damit ich aber den Planeten bekomme, nämlich Lemsa, der kostet mich 41% an Kriegspunkte. Ich habe aber nur 27. Akzeptanz liegt bei minus 8. Ja, das heißt für mich, wir geben noch ein bisschen Gas und erobern noch ein wenig. Wo hatten wir denn die letzten Schiffe? Genau. Wir müssen Akku nochmal zurückerobern, das war noch ein Thema. Und ansonsten müssen wir einfach fleißig weitere Armeen ausheben. Denn das, was wir jetzt haben, reicht uns nicht für den Angriff. Hier noch eine. Ach so, mehr gehen da schon gar nicht. Interessant. Menschen. Centauri. Angriffs. Nee. Ups, das sind die falschen. Habe ich da jetzt auch die falschen genommen? Nee, da habe ich die richtigen genommen. Es geht einfach nicht mehr. Okay, er kann keine weiteren Armeen mehr unterhalten. Okay, wo ist unsere Flotte? Wo ist unsere wunderbare Flotte? Sie fliegt gerade nach Apon. Das haben wir ja eingenommen. Gibt es da eigentlich noch Gegner? 4000 oder nur 4. Militärwert 4. Ne, das ist nicht wirklich entscheidend. Wir fliegen mal nach Molsir und gucken mal, was da los ist. Da sehen wir ja relativ schnell, ob wir noch mehr brauchen oder ob das reicht, was wir hier am Start haben. Und wir sollten unsere Flotte wieder aufbauen. Wir uns fehlen nämlich ein paar Schiffe, wie ich sehe. Apropos Flotte aufbauen, ruhig ein bisschen schneller. Ich finde, die Geschwindigkeit, die schnellste ist eigentlich die sinnvollste, meiner Meinung nach. Der Rest ist etwas schwach. So, ein bisschen langsam, will ich damit sagen. Das dauert mir teilweise dann echt ein bisschen zu lange. So, Apon, alles klar. Wir fliegen direkt weiter nach Molsir. Und gucken mal, was da los ist. So, da landen wir. Da fliegen auch noch ein paar Verrückte rum. Interessant. Okay. Hier können wir auf jeden Fall den Planeten ein bisschen bombardieren. Bringt aber nicht so viel. Und wir müssen... Ich glaube, am schnellsten kommen wir voran mit dem Kriegsstand, wenn wir einfach unseren Planeten zurückerobern. Der Akkur, der momentan belagert ist. So, Admiral Bergmeister hat eine höhere Stufe erreicht und folgende Eigenschaft erhalten. Aufklärer, schön für ihn. Was ist ja ein netter Kommentar. Das können wir wegmachen, das auch. Flottenkampfstatistik, okay. Mächtige Bewohnerfraktion, okay. Ein paar Arbeitslose, halb so wild. So, hier hätten wir 15 Einheiten. Schicke ich die alle nochmal? Die Frage ist, sind die jetzt geschützt, wenn ich die hier hinfliege nach Akkur? Apropos Akkur, wir können ja gar nicht den Planeten bombardieren. Stimmt, da war ja was. Das ist ja das Problem, wir können ihn ja gar nicht bombardieren. Da sind doch gar keine mehr. Da sind gar keine mehr. Also, alle entsenden. Centauri, alle entsenden. Sirius Alpha. Und jetzt eben das System schnell wieder zusammenführen. In Orbit einfliegen. Hier auch, damit wir erstmal alle zusammen haben. Und dann den Planeten zurückerobern. Ich glaube, dann dürfte das mit dem Kriegsstand vorwärts gehen. Okay, wenn wir da... Den Planeten will ich ja nicht einnehmen, Molsir. Ich fliege einfach mal so ein bisschen rum und guck mal, wo vielleicht Gegner sind. Oder wo sie vielleicht noch einen Hafen haben. Einen Raumhafen. Das könnte auch nochmal ein paar Punkte bringen. Schauen wir mal. Relativ komplizierter Krieg. Nach diesem muss ich mir auch langsam mal Gedanken darüber machen, wann ich unsere... mir brauche ich ja gar nicht. Ich brauche unseren Stellarpakt gar nicht auflösen. Ich missbrauche die noch ein bisschen. Ist gar nicht so schlecht. Kann man die eigentlich auch zwingen, dass sie ein Bündnis verlassen oder einen... diese Koalition, die sie geschlossen haben, dass sie die einfach auflösen? Das müssen wir mal abchecken. Sind die alles bewohnbare, alles bewohnte Planeten von denen? Das ist echt krass, wie die sich ausdehnen momentan. Da liegen wir etwas hinterm Ziel. So, was ist denn da los? Gucken. Alles klar. Da sind wir gerade gelandet. Hier ist ein
Nee, ist auch wieder kein Raumhafen. Egal, wir fliegen trotzdem mal dahin. Hostile fleet engaged. Ja, das ist ja nun kein Problem, oder? Die haben wir ja schnell weggeschossen. Und die auch. Hostile fleet engaged. Gar kein Problem. Situation log update. So, und dann können wir auch schon wieder bombardieren. 30% haben wir. Die Flotten sind im Orbit. Eine fehlt noch. Jetzt sind alle im Orbit, ne? Alle drei. Ja. Können wir auch mal fix zusammenführen. Und dann wieder in den Orbit einfliegen. Und dann jetzt muss es aber klappen hier. Wir haben zwar immer noch Planetenbefestigung, aber das schaffen wir trotzdem, oder? Komm schon. Einfach zurückerobern, dann dürften wir eigentlich den Kriegsstand erfüllt haben. Yo. 41%. Okay, da kommt ein Friedensangebot rein. Idealerweise mache ich mal eins. Ja. Ich will den Planeten haben. Null. So. Alles klar, Forderung übermitteln. Alles klar. Da gehört er uns. Jetzt schicken wir, wenn das alles sich mal hier normalisiert hat, schicken wir das mal alles schön zusammen. Akku müssen wir irgendwann nochmal loswerden, irgendwann später. Der hängt uns jetzt hier mittendrin in der Pampa. Ach, der ist... Stimmt. Halt, stopp. Hier ist ja noch ein Planet. Eine aride Welt. Die können wir noch nicht besiedeln. Wir müssen hier erstmal ein Forschungsschiff reinschicken. Mit System erkunden. Und dann müssen wir schauen, dass wir diesen Planeten hier, den eroberten, den müssen wir jetzt erstmal säubern. Heidewitzka. Das wird nicht so einfach. Das können wir schon mal alles entfernen hier. Was wir da oben an Infos haben, ey, Wahnsinn. Das ist so schon ein bisschen übertrieben, aber naja gut, wir gucken gleich mal, was wir daraus lesen können. Und dann müssen wir die Menschen hier ansiedeln. Das ist der neue Planet. Den gebe ich schon mal gleich einen Namen. Wir haben jetzt die Erde, Sirius. Ich würde ihn ganz gerne umbenennen, Sirius Beta, weil wir den auf jeden Fall behalten wollen. Sirius Alpha war ja der Starke. Ich nenne ihn jetzt mal Sirius Beta. So, und das System, das nennen wir Sirius. Zack. Nice. Dann werden auch die Planetennamen werden daran angepasst. Interessant. Interessant. Gut. Das hätten wir jetzt grob erstmal. Jetzt müssen wir uns nochmal darum bemühen, alles hier aufzustellen. Auf jeden Fall haben sie hier unsere gesamten Gebäude zerstört in Shiat. Da hole ich die Konstruktionsflotte und baue das alles wieder auf. Dann zu viele Planeten. Ja, ist ja klar, weil wir jetzt Sirius Beta... Kann ich schon einen entfernen? Wir haben jetzt im Andromeda-System haben wir Dimius und Prozi. Das Akkusystem, kann ich das schon abgeben? Das ist die große Frage. Ja, sind nur noch Menschen drauf. Ja, können wir machen. Alles klar, wie sieht es denn aus mit der Versorgung? Oh, mehr als gut. Dann werden wir das Akkusystem zum Andromeda-Sektor hinzufügen. Wo haben wir es denn? Da. Sektorverwaltung. Oh, geht doch, natürlich geht das. Zack. Hier einfach auf Plus drücken. So, das ist der Andromeda-Sektor. Können wir noch so lassen? Man könnte jetzt sogar Hitzel hinzufügen. Weil es ist sowieso so ein Stern, der nichts hat. Es ist ein System, ein Sternsystem, was nichts zur Verfügung hat. Also können wir ruhig machen. Aha, okay. Das könnte man auch hinzufügen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Müssen wir ja nicht. In Ordnung. So, jetzt hier den ganzen Quatsch tue ich jetzt mal entfernen. Wir haben gewonnen, sehr schön. Da ist noch eine im Einsatz vermisst, die müssen wir wiederfinden, die Flotte. Die bewegt sich, glaube ich, jetzt erstmal wieder in unseren Raum. Und dann haben wir die Flotte auch zurück. Da ist sie. So, da ist die Flotte, alles klar. Die schicken wir mal nach Sirius Beta. Apropos Sirius Beta, da brauchen wir auch einen Raumhafen. Das können wir schon mal gleich aufbauen.
So, dann die ganzen Angriffstypis hier. Wir haben ja ein paar verteilt. Auf Sirius ist Sirius Beta ist keiner. Auf Akku sind viele. Die schicke ich jetzt hier als Bodenarmee mal hin. Und der Rest kann erstmal stehen bleiben. Ne, lassen wir einfach so. So, okay. Da haben wir noch das Biham-System. Würde ich auch ganz gerne noch hinzufügen. Und das Turim ebenfalls. Glaube ich, funktioniert auch relativ schnell, je nachdem wie schnell wir hier den Planeten auch fit haben. Und den müssen wir jetzt... Den müssen wir jetzt updaten, den Planeten, das ist klar. So, dann habe ich hier noch irgendwo... Ah, hier ist auch noch ein Planet, den wir erforschen können. Krass. Forschungsschiffsystem erkunden. Jetzt sind wir schon ein bisschen dicker aufgestellt. Da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Zumindest haben wir eine ganze Menge zu tun jetzt. Das können wir machen. Konstruktionsschiff ist unterwegs. Muss auch alles wieder repariert werden, ne? Die einzelnen Bergbaustationen, die wir hatten. Da ist ja ein bisschen was kaputt gegangen. Durch den Krieg, den wir da geführt haben. Und ansonsten sollten wir uns mal unsere Flotte anschauen, ob die soweit fit ist. Eigentlich nicht, wir können sie... Incoming Transmission. Wir reparieren sie gerade, sobald der Hafen fertig ist, nehme ich an. Ja. Also aufgepasst, wir... Handelsangebot, Sternkarte, sehr gerne. Wir bringen doch mal den Spaß zurück zur Erde, unsere Flotte. Und reparieren sie da und werten sie auch mal ordentlich auf, ne, dass wir da... entsprechend kampfstark wieder sind. Hier wachsen wir auch noch ein bisschen, hoffe ich. Mal gucken. Gut. Wir müssen es auf jeden Fall vermeiden, dass die anderen beiden Partner hier, die wir haben, die Quipulchi Empire und auch die Hegemonie, die Jax-Kalok Hegemonie, dass die uns Planeten klauen, ne? Mit unserer Hilfe. Das war mein großes Problem in der letzten Folge. Hab mich ein bisschen geärgert. Oder im letzten Krieg, so muss man es ja sagen. So, mächtige Bewohnerfraktion. Yorkse Corp, ja, das ist die Bevölkerung, die hier lebt. Auf Sirius Beta. Da würde ich ganz gerne umsiedeln, wenn das geht. Wie sehen denn unsere Planeten aus? Haben wir denn was übrig? Ja. Also, den Kollegen nehme ich mal umsiedeln. Auf Sirius Beta. Fällt ihm jetzt nicht so gut, nicht so toll, aber ist ja egal. Wir siedeln den Kollegen um. Wir siedeln die Kollegen um und die drei Stück. So, drei Bewohner, 150, sehr schön. Von der Erde direkt weg. Kein Problem. So, und dann gehen wir ins Sirius-System. System Survey complete. Und dürfen im Sirius-System... Aufgepasst. Säuberung. Alle. Bringt den Planeten momentan ein bisschen in Bedrängnis, also macht ihn ein bisschen ärmer, als er jetzt ist, auch vom Umfang her, auch vom Einzugsgebiet, was wir hier haben. Aber das macht nichts. So, das System müssen wir erkunden. Dann haben wir die schon vernichtet, ne, die erste Fraktion. So schnell kann's gehen. Ich nehme mal einen Schluck Saft. Oh, da kommt eine Botschaft. Von wem? Naja, gut, okay. Wenn ihr merkt, dass wir stärker sind. So. Erforschen wir mal Hadufis. Und dann noch die beiden hier, Biham, das ist mit so einem weißen Stern. Mit so einem Zwerg oder ein weißer Riese. Klasse A-Stern. Jungen, weißen oder blau-weißen Hauptreihensterne gehören typischerweise zu denen, die man mit bloßem Auge am besten erkennen kann. Die sind groß und rotieren schnell, entwickeln sich aber letztendlich zu langsameren und kühleren roten Riesen. Ah ja, wie unsere Sonne. Nice. So. Bin ganz zufrieden mit dem Auftakt. Das war nicht so schlecht. Reparatur abgeschlossen, wurde auch alles der Eisenbahn. Anomalie gefunden. Ja, natürlich. Gleich erforschen, ne? Und dann können wir unsere Flotte, das sollten wir jetzt gleich mal tun, aufwerten. Zack. Das dauert nämlich auch ein bisschen, bis das fertig ist, sieht man. Das dauert auch ordentlich lange sogar. So, Hungernot in Sirius ist kein Wunder. Jetzt ist nämlich die Bevölkerung entfernt. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn hier den
Bonus, wo ist denn hier das, die Hauptzentrale? Die Hauptstadt, wo ist denn die? Sieht man gar nicht. Hier? Ah ja. So, dann haben wir plus 2. Dann haben wir noch Nahrungsmittelvorkommen hier. Und von mir aus brauchen wir Energie. Nö, nicht wirklich. Dann nehmen wir das. Nee, die hat nichts zu tun. Das muss erst repariert werden anscheinend. Ersetzen? Aber warum hat die... Warum ist die arbeitslos? Wir lassen mal laufen. Warum? Geht's denn hier? Da geht's auch nicht. Warp-Einschlag. Aha. Ein gewaltiger Krater auf Hadouphis 2 scheint von der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass ein mit voller Warp-Geschwindigkeit fliegendes Schiff den Planet aus unbekannten Gründen vor ungefähr 10 Millionen oder 10.000? 10.000 Jahren gerammt hat. Die Aldrin hat in der Nähe der Absturzstelle Reste von Unterraumechos erfasst. Okay. Bemerkenswert. Das war diese Anomalie. Ja, dann werten wir das hier mal auf, ne? Wir haben ja gerade ein bisschen Ressourcen übrig, da können wir ein bisschen Gas geben. Sehr schön. Bergbaunetzwerk 2. Und hier. Ah, wir können die alte auch hier reinsetzen. Bei Nahrung. Dann geht alles ein bisschen schneller. Sehr schöner Planet, Sirius Beta. Problem ist nur, wir haben noch einen Planet hier drin. Vor allem ein richtig großer. Das würde dann schon wieder eigentlich nach einem Sektor schreien. Gut. Ne, damit man beide nutzen kann. Aber man darf halt nur 6 oder aktuell nur 5 Planeten besiedeln. Ich glaube, bis zu 6 geht das, wenn man die richtige Forschung hat. Ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So, ein paar tolle Planeten würde ich schon ganz gerne selber bestimmen. Ist noch ein bisschen Friemelarbeit. So, Forschungsschiff. Ab nach... Ne, hier. System erkunden. Konstruktionsschiff ist fertig. Gleich mal die Forschungsstation wieder aufbauen in Shiat. Whispering Garden Nebula. Ah, das ist der ganze Nebel hier. Kennen wir ja schon. Gut. Da sind wir beschäftigt, das passt. Wir können mittlerweile Militärbasen aufbauen, sollten wir auch mal in Betracht ziehen. Die Schiffe werden noch upgedatet, das ist auch passend. Ansonsten können wir uns eigentlich schon wieder den Planeten widmen und sie ein bisschen besser aufbauen. So, das ist ja ein kleiner Planet gewesen. Wie sieht es denn hier mittlerweile aus? Wir könnten ein bisschen Nahrung gebrauchen, wie ich das sehe. Wundert mich. Ja, und ein Raumhafen. Apropos Raumhäfen, da waren wir noch nicht durch mit allen. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Hier sind wir durch. Hier sind wir auch durch, Stufe 5. Centauri aber noch nicht. Doch. Dann bauen wir hier mal so ein Observatorium. Das ist geil. Was macht das eigentlich? Sensorreichweite, Physikforschung. Ah, okay, cool. Das bauen wir gerade. Und Sirius Beta können wir updaten. 1, 2, 3, 4. So. Haben wir das verbraucht? Das passt. Hier bauen wir dann mal ein bisschen Nahrung noch auf. Obwohl wir es gerade haben. Ohne Ende. So, Sozialforschung müssen wir anhängen. Puh, es geht aber richtig zügig hier. Wüstenwelt besiedeln. Propaganda-Übertragungen, monatlicher Einfluss. Ist auch nicht schlecht. Machen nämlich mal das. Ingenieurslabor. Autokanone. So, hier brauchen wir noch einen Typi. Wo haben wir denn da? 1,46, okay. So. Alles klar. Schiffe sind bald fertig, das freut mich. Das dauert bald so lange, das Aufwerten, dass du schon derzeit wieder neue Sachen erforscht hast. Muss man so ein bisschen abwägen, ne? Ob das Sinn macht, immer zu erforschen oder einfach neu zu bauen. Müssen wir mal schauen. So, Konstruktionsflotte ist fertig, würde ich sagen. Hier müssen wir wieder Bergbaustationen bauen. Dort eine Forschung, da Bergbau. Da eine Mischung, da oben geht auch noch was. Nice, nice. So. Wir müssen... Construction complete. So, wer ist denn da ausgestiegen? Sovereign. Ist für mich noch nicht so von Relevanz. Wir haben 5 Kreuzer.
Nur noch 2 Zerstörer. Wir haben echt eine Menge verloren. Das war ja nicht so geil. Wir bauen mal wieder auf. So. System Survey complete. Da sind wir eigentlich schon wieder durch. Mehr haben wir gar nicht. Oh. Da stellen sie wieder ein, das Botschaftsprogramm. Die Forschung ist durch. Anführer verstorben. Ships upgraded. Upgrade, modulöse Eisenbahn. So. Forschungsschiff. Sehe ich hier noch irgendwas, was wir vielleicht als Forschungsschiff machen? Ne, da haben wir schon alles gemacht, ne? In dem Bereich. Schade. Das haben wir schon alles erforscht. Hier hinten sehe ich auch nichts. Da kann ich ja nicht. Oder ich sehe zwar was, darf aber da nicht reinfliegen. Dann wäre eigentlich mein nächster Gegner entweder logischerweise der Komplex hier mit den ganzen. Mit den ganzen Planeten, die sie hier haben. Oder eben die Jungs hier. United Lolandra Polity. Ich kann ja meinen Kumpels hier noch ein bisschen Planeten wieder versprechen, damit sie überhaupt mitmachen. Und dann gebe ich ihnen halt nichts, ne? Fertig ist der Lack. Ich muss mir auf jeden Fall langsam mal den Weg freikämpfen zu weiteren Sternsystemen hier drüben. Dass wir da mal punktuell weiterkommen. Dass wir uns noch ein bisschen ausdehnen können, ne? So, Kriegserklärung. Ah ja. Da wollen sie wieder Krieg führen gegen. Ja, mit Nein. Wir stimmen mit Nein aktuell. Wir wollen das nicht. Wir haben keine Lust auf Krieg aktuell. Sirius Alpha. Was macht denn der hier noch? Wir haben die doch ausgelöscht. Wo kommen die her? Haben die sich im Boden versteckt oder was? Ach, das ist Sirius. Ah! Ups. Das ist Sirius Alpha. Ich habe mich gerade irritieren lassen. Das ist ja Sirius Alpha, nicht Sirius Beta. Mein Fehler. So, was können wir denn hier bauen? Ah, brauchen wir das. Das andere brauchen wir erst, das Engineerslabor. Das können wir noch nicht updaten. Oder wäre jetzt unnötig. So, hier können wir aber das bauen. Genau, das Physiklabor. Und hier können wir ein besseres Kraftwerk reinsetzen. Perfekt. Gucken wir uns mal das an. Wie sieht's hier aus? Das geht ein Ticken besser. Das geht. Warum ist hier immer noch dran? Achso, dekadent, ja. Stimmt, wir wollten ja, wir müssen ja gucken, dass wir die richtigen, den richtigen Planeten dann zum Neubesiedeln benutzen, ne? Rekrutieren. Und dann müssen wir auch systematisch die anderen austauschen. Klonarmee. Ich nehme mal das hier, die Flottenkapazität. Ist nicht so schlecht. Wo wir momentan sind wir nicht dran. Bündnismitglied ist ausgetreten. Oh, das Empire ist ausgetreten. Das Quibalchi. Boah, haben die sich jetzt hier ausgedehnt. Wir müssen sie abschneiden. Können wir aber erst. Stimmt, ich sollte dann vielleicht auch, wenn die hier, wenn wir die jetzt wieder hingesetzt haben, das fällt mir jetzt erst ein, die sind ja auch dekadent. Ja. Das heißt, wenn wir welche, wo waren die denn? Waren die hier die Nicht-Dekadenten? Stimmt. Die waren auf Wenzhou. Verstehen Sie? Dann sollten wir auch von hier diejenigen nehmen, ne? Dass wir die von hier aus später benutzen. Nahrung sieht ein bisschen armselig aus. Grenzklinik. Interessant. Also, wir müssen den Planeten hier weiter ausbauen. Und dann müssen wir von Wenzhou die Leute darüber ziehen. Das war jetzt wieder ein Fehler von mir, dass ich von Sirius Beta, aber Wenzhou muss eh noch erst ein bisschen wachsen. Dass wir dann systematisch die mit Dekadenz austauschen mit denen von Wenzhou. Ich denke mal, das ist mittlerweile jetzt durchgekommen. Brauche ich auch nicht zehnmal wiederholen. So, Kriegserklärung. Ja, mir doch egal. Jetzt mal gucken, ob die das überhaupt schaffen, da den Krieg. Jetzt haben wir einen richtigen Feind hier. Kriegseintritt vom Bündnispartner. Der Angreifer Galaktische Liga hat unserem Verbündeten Jax Lockel den Krieg erklärt. Ist doof. Ich will nämlich gerade keinen. Jetzt müsste ich mal sehen, mit wem bin ich jetzt im Krieg. Mit Onotach, das sind die da. Zum Assembly, das sind die da unten. United Huvido Zan Commonality. United Zuvida.
Waren das die hier? Ja, das waren die. Und Jibru Star Commonwealth. Welches sind das denn? Jibru Star Commonwealth. Sehe ich gar nicht. Das. Okay, ist ein bisschen doof. Akzeptanz minus. 2 Assembly. Und wir geben ihnen Planeten aus. Na, dann hätten wir auch mal das Bündnis auflösen sollen, ne? Was geben wir ihnen eigentlich jetzt? In Obrium? Geben wir ihnen jetzt Planeten von ihm hier, oder was ist da los? Ja, Obrium. Chapol. Nee, Chakpolkose. Das da. Und Sabik. Wo ist Sabik? Da. Geht nicht. Ich will ja nicht kapitulieren. Shit. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt mit unserer Flotte so schnell rankommen. Wisst ihr, das Problem ist nämlich, wir sind gerade wieder am Aufbauen gemütlich und jetzt kommt so ein scheiß Krieg, den keiner gebrauchen kann. Nervt auf jeden Fall. Ich versuche uns mal ein bisschen zu schützen. Ich werde mal das System hier umbenennen, Leute, in Venju. Das war ein komischer Name, aber jetzt habe ich mich irgendwie drauf festgebissen. Festgebeißt. Das Venju-System. Ich baue da jetzt mal eine Militärstation. Die Balao-Klasse. Aha. Okay, baue ich die große. Da muss ich meine Flotte ja fit machen. Nervt. Fliege ich mal nach Sirius Beta. Ich versuche mich jetzt irgendwie defensiv aufzustellen. Nur zu verteidigen, was geht. Achso, die andere Flotte. Ist ja bitter. Apropos die andere Flotte. Wir müssen gleich nachlegen mit Corvette. Noch ein bisschen wenig Ressourcen gerade. Das habe ich gewusst. Evading hostile fleet. Sind sie wieder weg? Jetzt sind sie hier. Ach Mann. Sau. Super nervig. Das Verteidigen ist noch nicht so perfekt. Läuft noch nicht so optimal, finde ich. Ich komme viel zu spät da rein. Wieder ein Hafen kaputt. Mann. Ich hätte hier bleiben sollen. Wo sind wir denn? Oh, wir sind gerade erst da hinten. So, Konstruktionsschiff. Fliegt, ne? Ja. Ah, natürlich ist es wieder kaputt. Shit. Erwischen wir die halt vorher? Ich hoffe. Apropos Sirius Beta, haben wir da überhaupt... Ich habe ein paar hingeschickt, ne? Ja, ein paar... Construction complete. Die bombardieren uns schon. Okay, wenn wir die kaputt haben, geht's erstmal weiter. Sind wir da? Ja. Oh, was ist denn das? Oh, oh. Hostile fleet detected. Wo ist die andere Flotte? Da, oh, Gott sei Dank, jetzt kommt sie. Komm schon, schießt mit. Die sind immer im Warp. Das ist das Problem. Wenn die im Warp sind, können die nicht angreifen. Situation log updated. Evading hostile fleet. Und wieder einbauen. Super. Forschungsschiff ist auch schon zerstört. Und hier ist schon wieder eine Flotte. Wieder ein K.
Fliegen wir gleich hin, ne? Müssen wir gleich verteidigen. Construction complete. Ah, sind weg. Shit. Sind sie wieder abgehauen. Konstruktionsschiff ist beschäftigt oder was macht das? Nee, macht gar nichts. Herrscher-Militärstation bauen. Ich setze die jetzt erstmal hier hin. So. Dass wir hier in Venjo eine haben und dann baue ich die nächste da unten hin. Wo? Wo ist denn jetzt wieder eine Flotte? Flottenkampf. Ja. Ist jetzt nicht so. Was ist denn das für ein Vieh? Keine Ahnung, was es sein soll. Forschungsschiff oder was? Man ist halt immer noch kurzfristig im Warp, ne? Das ist echt ein Problem. Also eigentlich müssen wir in Tiom eigentlich nur ein bisschen was ausbauen, denn sie kommen ja nur entweder über Tiom zu uns, schaut mal. Das fällt mir jetzt erst auf. Und über Biham, es sei denn, sie haben Durchflugsrechte von den Quapulchi, das glaube ich aber nicht. Das heißt, Biham und Tiom, das sind die Zugänge. Das ist interessant, so kann man sich auch so eine Defensive vielleicht aufbauen. Hostile Fleet. Das habe ich gewusst. Ich hab's gewusst. 6000. Oh, sie sind weg. 6000? Oh nö. Oh nö. Ich hab keine 6000. Ich hab bloß 2000. Fuck. Och Mann. Ich hab auch keine Ressourcen genügend dafür. Um eine 6000er Flotte aufzustellen. Das kann ich gar nicht gewinnen. Dann führe ich mal das zusammen, was wir haben. Oh fuck, ich will nicht mit euch Krieg führen mehr. Gibt es denn nicht irgendwie Friedensverträge so eine Zeit lang? So. Führt mal alles zusammen hier? Okay. Versuchen wir uns mal zu reparieren. Oh, da kommt sie. 5000. Station under attack. Nö. 63 Korvetten. Ja, die sind nicht stärker als wir. Wir haben bloß zu wenig Korvetten zurzeit. Komme ich hier nochmal raus? Versuche zu flüchten. Ich weiß nicht, ob es klappt. Da muss ich halt drauf verzichten und jetzt hole ich die andere Flotte. Scheiße. Wir sind hier. Ah, da sind nochmal 6000. Sogar schon ein Schlachtschiff. Mann! Ich habe kein Schlachtschiff. Ich habe gar nichts. Mann, der hat mich jetzt in diesen scheiß Krieg reingezogen. Kack, wo ist denn? Das ist doch ein Mäuse. Ich verliere einen Haufen. Ich will doch nichts von euch. Wir machen alles kaputt wieder hier. Ich weiß nicht, wo ich an die Ressourcen rankommen soll, so schnell. Um mehr zu bauen. Versuch so schnell wie möglich alles hier hinzuziehen. Um zumindest eine Armee zu haben. Apropos, wir können unseren Sektor mal festlegen. Dass der jetzt mal nicht Strom macht, sondern dass der industriellen Fokus macht. Haben wir mehr Ertrag an Mineralien, hoffe ich. Da sind sie ja schon, auf der Erde. Warum sind die so schnell auf der scheiß Erde? Oh, ihr geht mir auf den Pinkel, echt. Dann Sirius Alpha, ich kann es nicht verteidigen. Leute, ich kann es leider nicht verteidigen. Kann, dass die schießen mir einfach alles kaputt jetzt. Hostile Fleet engaged. Greif doch die an und nicht mich. Hostile Fleet engaged.
Sirius Beta ist schon eingenommen, ne? Oder wird bombardiert? Oder ist er eingenommen? Aber er wächst halt weiter, ne? Ein bisschen. Das ist nicht schlecht. Nahrung, was ist hier? Uns arbeitslos? Ach, die sind arbeitslos, weil wir gerade belagert werden, ne? Fuck it. Also jetzt, seitdem ich das Schlachtschiff gesehen habe, bin ich demoralisiert. Okay, Leute. Ob ich da nochmal raus... Ich weiß es nicht, was ich mal forschungstechnisch bin. Ich ja noch so weit entfernt vom Schlachtschiff. Ne, also ich... Ich habe hier noch gar keine Schlachtschiffe drin. Zum Erforschen. Tut mir leid. Da, jetzt werden wir belagert. Jetzt werden wir eingenommen, ne? Jo. Das schauen wir uns nächste Woche an. Nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao.